Hey ho Leute, hier geht's weiter mit Crisis Warhead im Kapitel From Hell's Heart, das, wenn ich mich recht erinnere, ziemlich cool war. Weil wir sitzen da auf diesem Zug und ballern da von einem stationären MG einfach. Ach, es macht Spaß. Besonders, wir haben da die Auswahl zwischen den Gatling Guns oder diesen großkalibrigen Dingern, die ich ja persönlich bevorzuge. Deswegen weiß ich auch, was ich mir gleich schnappen werde. Und das Kapitel war, glaube ich, auch nicht allzu lang. Halbe Stunde oder so. Also ja, dann wart mal weiter hier. Das geht doch super. Aber jetzt bleibt er bei 1% hängen und dann... Na, doch. Ging sogar. Feld aktiviert. Psycho Emerson hier. Der Zug ist Ihr Hauptziel, bis wir für Sie einen Abzugsplan haben. Bleiben Sie dran. Falls möglich, sicherstellen. Verstanden. Der Zug fährt zum Flugplatz. Wenn Colonel Lee den Behälter bekommt, ist das Spiel vorbei. Wir haben die Zerstörungskraft dieser Dinger auf der ganzen Insel beobachtet. Momentan lässt sich nicht sagen, wer die größere Bedrohung darstellt. Die Koreaner oder diese Kreaturen. Falls Lee am Ende in den Besitz des Päckchens kommt, hinter dem sie die ganze Zeit her waren, wäre das eine Katastrophe. Na. Aber dass die... Dass die aber auch nicht hier da so... So ein MG da benutzen, ne? Tja. Also mein... Naja. Ja. Hier gibt's eigentlich nicht... Was soll das jetzt? Mein Antivirenprogramm. Ja, warte, ich stell mal hier ganz fix wieder auf Vollbild. Ja. Ja, sowas liebe ich, aber das passiert. Das ist im Grunde Moorhuhn mit großem Kaliber. Weil, ich meine, wir fahren hier und wir schießen auf alles, was da kommt. So, wo geht's jetzt hin? Was schießt noch da? Ach, ich mag dieses Geschütz. Puh! Da hat sich jetzt eigentlich was Spektakuläres vorgestellt. Steht da oder? Ah, ne, da. Ach, und da steht wieder was. Also. Na. Wie gesagt, das ist, ja, so ein Railgun-Shooter, so gesehen, eigentlich. Ja, da saß wieder nichts drin. Aber da. Jetzt aber nicht mehr. Ja, und da noch was. Ich meine, die sind doch irgendwo blöd. Die stellen hier so Geschütze drauf und bemannen die nicht. Ist mal ehrlich. Wenn ich schon so einen Zug habe, wo was ganz Wichtiges drauf ist und da schon Geschütze draufstehen, dann setze ich da doch meine Leute drauf. Das andere wäre doch... Naja, koreanisch. Da kommen wir nochmal zum Explodieren kommen. Ja, wirklich viel passieren tut ja im Grunde nicht. Es explodiert nur alles rings um uns herum. Da sehen wir die Alien-Sphäre. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. So, was willst du denn hier? Da, Ruhe. Oh! Sonst noch irgendwer was zu melden? Oh! Oh! So, das sollte gleich explodieren. Ja, wo sitzt da? Ach, da! Ist das hinten drüben? Ja, ist das gut. Ich meine, wenn schon zerstören, dann. Aber auch bitte schön richtig hier. Ist das Fell oder ist das so groß?
O'Neill! Du bist aber auch echt ein Idiot, Psycho. Weißt du eigentlich, wie lange ich in dieser Sphäre rumgeflogen bin, um dich zu finden? O'Neill, was ist Ihre Aufgabe hier? Ma'am, ich habe die Marines zurückgebracht. Jetzt heißt es suchen und retten. Aber das hier ist meine Show und wir brauchen sowas nicht. Machen Sie weiter, aber kommen Sie mir nicht in die Quere. Verstanden? Jawohl, Ma'am. Ja, jetzt kommen ja auch noch militärische Machtspielchen. Ah, ich wusste es doch. Morgenfern leicht gemacht. Ich glaube, der Zug wird langsamer. Was haben die vor? Das ist die Automatik. Er hält an der nächsten Station. Versuchen Sie, den Zug dort festzuhalten. Ich organisiere einen Senkrechtstarter zur Exfiltration. Aber das wird dauern. Sie ist ein Schaltkasten oder sowas. Neben den Gleisen steht ein Turm. Könnte ein Stellwerk sein. Vermutlich. Ich spiele dort mal an der Verkabelung rum. Aber lass mich diesmal vor dem Atompilz verschwenden. Vielleicht hätte ich noch sitzen bleiben sollen. Egal. Tarnfeld aktiviert. Egal. Ja, wir haben einen neuen grünen Punkt. Nämlich einen anderen grünen Punkt. Ja, wo bist du? Ah, ich dachte schon, wo bist du denn eigentlich? Toll, mal wieder. Die Kopfhörer weggeschossen. Ja, Kontakt in your face. Würde ich mal sagen. Tarnfeld aktiviert. So. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Wo soll ich denn überhaupt hin? Da oben. Und hey, was zur Hölle? Die sollen doch nicht auf mich schießen! Ah, oh, okay, sorry. Die Pläne des Minenunternehmens bestätigen, dass es sich um ein Stellwerk handelt. Setzen Sie den Zug außer Betrieb, bevor er wieder losfährt. Maximale Panzerung. Okay, wo steht ich noch? Was noch da? Jetzt aber nicht mehr. Noch da, ganz hoch. Maximale Stärke. Mensch. Maximale Panzerung. Also, da habe ich doch. Beeil dich mit dem Stellwerk, Psycho! Ich halte das nicht mehr lange durch! Kritisch. Das ist doch der. Ich sehe Ziel! Bewegung! Holt sie euch! Nicht mehr lang durch. Sei doch euch. Abgeraucht! Wir rücken vor! Klasse, Psycho! Muss nachladen! Wusste ich doch, das gibt gleich eine schöne Explosion. So, steht hier noch irgendwo was? Eigentlich. Wow, was macht der da? Dreht er sich einmal komplett um. Da steht noch einer. So, dann doch mal aufwärts. Und man wird hier wieder von allen Seiten geschossen. Ich meine, auf so einer Leiter gibt man auch ein super Ziel ab. Jo. Verdammt, da war jemand schneller als ich. Der Zug fährt los. Ziemlich ausgeklügelter Plan. Leck mich. Psycho, zurück in den Zug. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Hör auf, hier so rumzustöhnen. Meine Fresse. Psycho. Maximales Tempo. Maximale Power. Psycho, wir wissen nicht, wann der Senkrechtstarter eintrifft. Ich muss ihn erst beantragen. Gibt's irgendein geeignetes Nadelöhr? Das nächste wäre die Brücke über den Ang, die vor Ihnen liegt. Pioniere sind unterwegs, um die Brücke zu blockieren. Wir bringen den Behälter raus, sobald das erledigt ist. Roger. Pip. Oh, ich glaub's nicht. Diese verdammten Mechaniker haben mich beschissen. Keine Munition mehr. Du sollst suchen und retten, Kumpel. Was hast du erwartet? Ja, suchen und retten. Ich bin begeistert. Ich kann immer noch helfen. Ich sag dir aus der Luft Ziele durch, solange ich Benzin habe, okay? Jede Hilfe ist willkommen. Maximale Panzerung. Na, jetzt. Maximales Tempo. Maximales jetzt geht's gleich los. KVA-Zug nähert sich auf dem linken Gleis. Ja, ich möchte hier gerne bitte erstmal. Ach. Arschkackewurst. Lass mich hier gefälligst. Och Mensch, hier. Maximale Stärke. Maximales Tempo. Maximale Stärke. Och
Du lass mich. Ah, doch, hier hoch. Warum geht das denn nicht? Ich will da. Das fucking KVA-Lager voraus, rechts von den Gleisen. Nein, das will ich. Jagt die weißen Gastanks hoch. So, das will ich. Okay, da kommt ein KVA-Zug auf dich zu. Und auf jetzt? Den rechten Gleisen. Jagt die vorderen Geschützstellungen mit deinen Granaten hoch. Bewaffneter Konvoi, auf 9 Uhr, an die Geschütze. Ja. Jetzt sitze ich hier auch endlich wieder dran und Mädels, ich stehe hier, ne? Ich dahin, Trottel. Kann ich den kaputt machen? Nein, natürlich nicht. Aber ein bisschen Musik finde ich persönlich jetzt nicht schlecht. Das ist gerade. Sag mal, O'Neill, wo bist du eigentlich hin? Also ein bisschen mehr Musik als das. Ja, verpiss dich, sei gefälligst. Mensch. Scheißzug. Ach nee, Hubschrauber. Jetzt nicht mehr. Ah. Fällen wir noch mal noch ein paar Bomben. Ach, da sitzt ja immer noch einer drin oder was? Ah, ein Schuss, ein Treffer, sage ich dazu nur. Ja, und nu? Kleine KVA-Stellung, rechts nach der Tunnelausfahrt. Okay. Man hier wieder mit Raketen beschossen. Jetzt geht's hier durch den Dschungel, der sehr hübsch aussieht, das muss man sagen. Nicht einfach mal ein bisschen Holzfäller spielen. Das hat sich jetzt aber sehr nach Alien angehört. Oder das war der Zug. Ich weiß nicht. Du fährst jetzt in die Sümpfe, Psycho. Da drin kann ich gar nichts sehen. Ich kreise, bis du wieder rauskommst. Aber allzu viel Saft habe ich nicht mehr, okay? Verstanden, O'Neill. Danke für alles. Die Koreaner da gerade eben sahen ziemlich mitgenommen aus. Und die ziemlich eisig. Das da sah aus wie ein Alienstrahl. Psycho, hier ist Emerson. Prophet und Nomad haben es aus der Sphäre rausgeschafft. Klingt gut. Nomad wurde auf die Constitution beordert. Ich werde beantragen, dass er bei der Bergung des Behälters dabei ist. Dafür brauchen wir doch Nomad nicht. Ich kann das übernehmen. Sie gehören nicht zum Raptor-Team. Na und? Ich bin sowieso hier. Bereit und fähig. Ihre Maschine ist nicht dafür ausgelegt. Ich könnte zur Basis fliegen und das machen lassen. Dann können wir gleich Nomad holen. Wissen Sie was? Scheiß auf Nomad! O'Neill, ich sag's Ihnen jetzt mal ganz deutlich. Ihre Vergangenheit lässt mich befürchten, dass Ihre Anwesenheit die Mission und meine Männer nur gefährdet. Hier geht's nicht um alte Militärakten, Ma'am. O'Neill ist hier. Er kennt die Mission und kann mit Fracht umgehen. Okay, Psycho. Sie haben bis jetzt immer recht. Ich vertraue Ihrem Urteil. Veranlassen Sie's. Pass auf, Psycho. Ich habe kaum noch Benzin. Rechtzeitig zur Exfiltration bin ich wieder da. Du weißt, was zu tun ist. Und diesmal versagen wir nicht, okay? Darauf kannst du wetten. Der Zug wird langsamer. Im System ist kein Halt vorgesehen. Irgendwas ist mit dem Behälter. Psycho, unidentifizierte Einheiten nähern sich rasch ihrer Position. Sie umkreisen den Behälter. Was sehen Sie? Noch gar nichts. Noch nicht, aber gleich. Tarnfeld aktiviert. Aktiviert. Das gefällt mir überhaupt nicht. Nee. Maximale Panzerung. Na, da vorne zur Strecke sieht es ja dann auch blöd aus.
Tarnfeld aktiviert. Na, wo kommen die Viecherchen denn? Hm, da könnte ich mich nochmal ausrüsten. Oh, boah, ja, der Behälter ist vermutlich das Ziel. Sichern Sie ihn. Eine Welle von Feinden nähert sich. Das Radar zeigt noch mehr an, etwas weiter entfernt. Viel Glück. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Okay, verstanden. Kommt nur, ihr Mistkerle! Ach, jetzt können wir hierher, oder? Sehr schön, was ich gerade gar nicht sehe, wo die überhaupt mal sind. Ich fände es toll, wenn du auch mal treffen würdest. Da ist eins weg. Da haben wir noch welche. Da ist das nächste weg. Tut mir leid, Psycho, aber da kommt die nächste Welle. Ich bin doch noch gar nicht mit der ersten fertig. Was soll das denn? Na ja, jetzt. Jetzt können sie kommen. Jetzt habe ich hier aufgeräumt. Jetzt, kann das Dessert serviert werden. Ja, wo denn jetzt? Ach, da. Mal sehen, ob ich den schon vorher runterkrieg. Ja, vorher nicht, aber der ist ziemlich am Arsch. So. Oh. Ah, hier. Du da lässt mich in Ruhe. Gut, der ist kaputt. Okay, Psycho, das war wohl der letzte Angriff. Bleiben Sie in der Nähe des Behälters, wenn Sie sich der Brücke nähern. Sobald Sie dort sind, bereiten Sie sich auf die Evakuierung vor. Nee, ich hatte jetzt eigentlich vor, hier mir jetzt eine Sumpfhütte zu bauen und den Behälter einfach den Koreanern überlassen. Das lebt immer noch. Da hinten ist noch irgendwo eins. Was ist das da? Das mag wohl sein. Aber egal. Hier ist Emerson. Pioniere melden, Brücke blockiert. Wir können Sie jetzt nicht evakuieren. Sie werden sie also mitnehmen. Sind Sie absolut sicher, dass O'Neill dazu in der Lage ist? Noch ist Nomad als Pilot verfügbar. Ma'am, das ist vermutlich die einzige leichte Entscheidung des heutigen Tages. Also gut. Die Pioniere erwarten, dass Sie jetzt Ihren Teil erfüllen. Passen Sie auf. Wenn die Exfiltration unmöglich ist, dürfen die Koreaner den Behälter keinesfalls bekommen. Ich wiederhole, in diesem Fall müssen Sie den Behälter zerstören. Da hinten sind gerade eben Aliens rumgehüpft, das haken wir nicht. Maximales Tempo, maximale Stärke, maximale Panzerung. So, mein Behälter. Oder noch mehr? Maximale Stärke, maximale oh. Panzerung. O'Neill, ich bin auf der Brücke. O'Neill, hörst du mich? Ach, Colonel Lee, lang nicht mehr gesehen.
Das gehört dir nicht, Amerikaner. Ach ja, dann komm doch runter und hol's dir. Diebstahl ist ein Verbrechen. Sagen Sie Hallo zu Ihrem Freund. Er hat unseren Zug sabotiert. So viel zur Genfer Konvention, hä? Werf den Gefangenen runter! Lassen Sie mich! Halten Sie ihn auf! Nein! Los jetzt! Sie überleben das! Naja, nicht wenn er so krumm runterfällt. All the Fury ist das nächste Kapitel. Und hier werde ich auch den Part beenden. Ciao, Leute.